ein ganz besonderes Highlight über die heiligen Tage. Was war's? Wer hat die Traumschiff-Folge geguckt? Die Porno-Folge. Wer hat's gesehen? Ey, was da für Drehorte waren. Los Angeles, Utah und Gastauftritte. Ey, dagegen stinkt Wetten das komplett ab. Die Dialoge besser als Nietzsche. Und auch wirklich schauspielerisch Bambi-verdächtig. Halten Sie sich fest. Am besten ganz ruhig bleiben. Hände am Lenker. Ja. Hm? Yeah. Hi, guys. Hello. Hi. Driver's license, documents, please. Yeah. Where are you from? From Germany. Germany, yep. Mr. Parker, Mr. Grimm. Yes. Okay, documents. Wir fahren zu unserem Freund. Er hat die Dokumente. Genau. No documents? No, we are on the way to... Not in the moment, but... Get off the bikes, guys. Take off your helmets. Backpack. Wir sind auf dem Weg zu unserem Freund. Stop talking to me. Go to the car. Don't move. Ja. Sheriff, hören Sie, wir sind keine Verbrecher. Don't move, shut up. Nein, wirklich, Officer. Wir sind nur harmlose Touristen. Wir machen eine Bike-Tour. Was soll das denn werden? Wirklich, Officer, das ist nötig. Sheriff, das muss nicht. Shut up, guys. Das ist doch wirklich nicht nötig. Wir können doch einfach anrufen. Go into the car. Watch your head. Watch your head. Officer. Wow! Kai Pflaum, ich weiß immer noch nicht. Wem ich was weniger abnehme, Kai Pflaume seinen Akzent oder Flori seine Sexualität? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, es kommt aber noch doller, weil Sheriff Pflaume spielt ein doppeltes Spiel mit unseren Helden. Stefan! Gott sei Dank. Habt ihr euch gut erholt? Runter von der Furzmatte, wir müssen weiter. Wie hast du uns gefunden? Musste ich nicht, ich habe ja gewusst, wo ihr seid. Wie? Ja, der Stevie ist ein alter Spezi von mir. Wer ist Stevie? Steve McCrown, der Sheriff. Nice to meet you guys. Darf der nur das sagen? Nice to meet you guys? Ich glaube, nice to meet you ist das neue Hasta la Vista, Baby. Und das ist der größte Cowboy-Hut, den ich jemals gesehen habe. So, aber es geht ja entsprechend spannend weiter. Oh. Dem Recht. Der hat die ganze Zeit Touristen terrorisiert. Man hat in Unfälle verwickelt. Es gab sogar schon Verletzte. Okay. The guy is locked. The cannon is not safe again. Let's celebrate. Ey, Leute. Ganz ehrlich. Die Drehbuchautoren. Ey, die haben doch Cannabis schon vor 20 Jahren legalisiert, um auf den Trip zu gehen, oder? Spätestens nach der Folge ist kein Pflaume eine richtige. Celebrity? Klar, Moment. Weiß genau, was Sie denken. Sie denken, es gibt nichts, was diesen Bockmist noch in irgendeiner Art toppen kann. Aber halt, ihr ungestümen Gedanken. Ja, die eigentliche Traumschiff-Sensation kommt ja erst noch. Denn, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. Unser Captain Flori, Mr. Schlager in Uniform himself, MC Ex Helene, der hatte Sex im Traumschiff. So, und bevor Sie sich jetzt fragen, wer ist denn der Glückliche? Ich war genauso überrascht. Ich war so genauso überrascht. Es war eine Frau. Also auch nicht Andrea Berg. Machen Sie sich bereit für fast 45 Sekunden geballte, prickelnde Erotik. Hey. Hey. Hast du Angst vor Einbrechern? Nein. Nur nichts an. Ich dachte, wir wollten essen gehen. Ja, aber du bist zu früh. Ich bin quasi noch nackt. Was hast du vor? Was machst du? Ich fange mit dem Nachtisch an. Eine
ich gesagt, ich möchte mich leicht übergeben. Ich glaube wirklich, als er fragte, was machst du da, das stand nicht im Text. Der wusste wirklich nicht, was machst du da, was macht man jetzt? Und gedacht hat er, nein, 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 nein. So, Kai Pflaume als Sheriff, okay, aber Florian Silbereisen mit einer Frau, spätestens da wurde es echt unglaubwürdig. Weiß ich auch gar nicht. Geht das? Wolfgang, du spielst doch Golf. Kann man mit einem Silbereisen einlochen? Ja, und am Schluss geht die Tür zu